Hallo Leute, heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, unsichtbare Fesseln sprengen. Wir alle haben sie, diese unsichtbare Fesseln, die uns daran hindern, unser volles Potenzial zu entfalten. Aber wie können wir sie sprengen? Zunächst einmal müssen wir uns bewusst machen, welche Fesseln uns zurückhalten. Sind es Ängste, Selbstzweifel, gesellschaftliche Erwartungen oder vielleicht sogar ein Mangel an Selbstvertrauen? Sobald wir wissen, was uns zurückhält, können wir anfangen, diese Fesseln zu lösen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir komplett loswerden müssen. Nein, manchmal können sie auch wirklich nützlich sein. Aber wir müssen lernen, mit ihnen umzugehen und sie zu kontrollieren, anstatt dass sie uns kontrollieren. Ein wichtiger Schritt ist es, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben, mit all unseren Stärken und Schwächen. Wir müssen uns erlauben, Fehler zu machen, ja, und aus ihnen zu lernen. Denn nur so können wir wachsen und uns weiterentwickeln. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, unsere Komfortzone zu verlassen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir große Risiken eingehen müssen. Nein, es kann auch bedeuten, dass wir kleine Schritte außerhalb unserer gewohnten Routine machen, indem wir neue Erfahrungen sammeln und uns neuen Herausforderungen stellen. Erweitern wir unseren Horizont und brechen aus unseren Fesseln aus. Und schließlich sollten wir uns umgeben von Menschen, die uns unterstützen und ermutigen, Freunde, Familien oder Mentoren. Diese Menschen können uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und unsere Fesseln zu sprengen. Also Leute, lasst uns unsere unsichtbaren Fesseln sprengen und unser volles Potenzial entfalten. Lasst uns mutig sein, unsere Komfortzone zu verlassen und uns von unseren Unterstützern begleiten zu lassen. Denn nur so können wir wirklich, wirklich frei sein. In diesem Sinne, tschüss, auf bald!